3,5 Millionen bei Gay Pride Parade in Sao Paulo. Jede Woche 500.000 Mobbingfälle. Rollende Zahnarztpraxis versorgt Obdachlose. Brasilien. Mehr als 3,5 Millionen Menschen haben am Sonntag in der brasilianischen Großstadt Sao Paulo für das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung demonstriert. Die Menschen zogen bei der 11. Parade der Schwulen, Lesben, Bi- und Transsexuellen unter den Farben des Regenbogens und mit fantasievollen Kostümen durch die Straßen der Wirtschaftsmetropole des südamerikanischen Landes. Zu Live-Musik feierten die Teilnehmer bei Temperaturen über 30 Grad das Recht, anders zu sein. Die Gay Pride Parade stand im Zeichen des Kampfes gegen Diskriminierung und Schwulenfeindlichkeit, Rassismus und Männlichkeitswahn. Der Bürgermeister von Sao Paulo, Gilberto Casab, sowie mehrere Minister der brasilianischen Regierung begleiteten den Zug und demonstrierten so ihre Unterstützung. Brasilien ist immer. So viele verschiedene Stile, so viele verschiedene Ziele, so viele schenken hier so wenigen Beachtung, empfinden dafür, für so viele hier Verachtung. Wenn du verstehst, was ich mein, dann sind wir schon zu zweit, denn du weißt, was es heißt, wenn bei Streit der Finger auf dich zeigt, weil du beispielsweise eine warme Ader hast und nicht wie andere Jungs Fußball, sondern Prada magst, was deine Eltern nicht verkraften, wie bei Töchtern, die anschaffen, würdest es ihnen gern erklären, jedoch wollen sie das nicht hören, jetzt bist du wie ein Außenseiter, einsam und allein, doch würdest gern dazugehören, mittendrin statt nur dabei, aber nein, du bist ein armes Schwein, schließ dich meistens ein daheim, nur weil du anders bist, ein anderer nicht klarkommt auf dein Style, somit sind Tritte und Schläge deine täglichen Probleme und deswegen faltest du die Hände und betest für die Wände. Ist das nicht nur eine Phase und darum stellt sich nun die Frage, wie stehst du zu dieser Lage? Entweder hast du dich damit abgefunden, wie das Leben ist, oder nur die grüne Brille lässt die Sonne sehen, wo Regen ist, und es ist hart, denn du kämpfst jeden Tag für ein paar Cent, du hast nicht viel, du brauchst nicht viel, weil du auf der Straße pennst, bedeutet, du lebst einfach in den Tag hinein, das führt dich zu der Frage, soll das schon gewesen sein? Nein. Auch wenn's manchmal schwerer läuft, bleib dir einfach selber treu, sei so, wie du willst. Sei so, wie du bist. Auch wenn's manchmal schwerer läuft, bleib dir einfach selber treu. Mach das, was du willst. Bleib so, wie du bist. Sei stark.